Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen heute FIFA 11 und das aus einem ganz besonderen Grunde. Nein, keine Sorge, ich habe kein neues Let's Play oder dergleichen angefangen und ich mache zurzeit auf meinem Kanal auch keine Deutschland gegen Schieß mich tot Begegnungen oder so, um damit irgendwelche etwaigen Ergebnisse vorherzusagen, die bei der Europameisterschaft sowieso nicht eintreffen werden, aber egal. Nein, stattdessen möchte ich dieses Video einer ganz besonderen Person gewissermaßen widmen. Und diese Person nennt sich im Internet des Öfteren Tryzer. Ja, denn der gute Tryzer feiert heute am 21.06.2012 seinen, lasst mich bitte nicht lügen, 21. Geburtstag. Und deswegen möchte ich jetzt einfach mit diesem Video sagen, alles Gute zum Geburtstag, Tryzer. Ich hoffe, du hast einen erträglichen Tag und du bist ganz reich beschenkt und herzlichen Glückwunsch einfach, so, zu deinem 21. Geburtstag. Ich bin nicht gut in sowas, es ist egal. Ich habe mir jedenfalls gedacht, dass er von mir zu seinem Geburtstag etwas ganz Besonderes geschenkt bekommt, nämlich dieses Video. Und in diesem Video werde ich etwas schaffen, was in der Realität wohl niemals der Fall sein wird. Ich werde mit Tryzers Lieblingsverein, dem ersten FSV Mainz 05, gegen den FC Barcelona spielen und vielleicht sogar gewinnen. Okay, drück dem Hering die Daumen. Ich bin jetzt nur eben überlegen, lass es jetzt auf Halbprofi, damit die Chancen höher sind, oder wollen wir es mal? Nee, komm, ich probiere es mal auf Profi. Ich traue mir heute mal was zu. Ja, genau. So, okay. Mainz gegen Barcelona. Das wird so toll werden. Lalalala. Ja, vielleicht ist ja irgendwann mal so, also vielleicht ist ja irgendwann mal der Fall, dass Mainz international wieder ein bisschen erfolgreicher wird oder so. Und ich meine, dann kann so eine Begegnung ja gewissermaßen auch irgendwann mal stattfinden. Vielleicht gab es ja solche Freundschaftsspiele oder so auch in der Vergangenheit mal. Ich weiß es nicht genau. Hat Mainz jemals gegen Barcelona oder Real Madrid oder so gespielt? Wow, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verschlucke. Haben die das jemals? Keine Ahnung. Kann sein. Vielleicht. Irgendwann in den 70ern oder 80ern. Gab es da Mainz schon? Gab es die Stadt Mainz in den 70er oder 80er schon? Ich weiß es nicht genau. Oh, der Schiedsrichter kommt aus Brasilien, das ist toll. Puyol und irgendwer anders von Mainz halt, die freuen sich jetzt und werfen eine Münze oder so. Das ist die Aufstellung von Mainz. Alles, wie gesagt, die Saison 2010, 2011 oder 2011, 2012. Nee, 2010, 2011 müsste es sein, genau. Ja, war schön damals, ja. War das nicht sogar genau die Saison, in der Mainz relativ erfolgreich gespielt hat? Und wo sie es dann aber nichtsdestotrotz verkackt haben, gewissermaßen? Weil sie dann die Qualifikation für die Europa League nicht geschafft haben? Ich glaube, ja. Stoche ich jetzt gerade in alten Wunden oder so? Ich weiß es nicht genau. Dabei wollte ich doch ein schönes Video machen für Tryzer, genau, ja. Tryzer ist ein ganz patenter Mann und, geworden, gewissermaßen. Naja, 21, okay. Ja, er war vielleicht schon länger ein Mann, ich weiß nicht genau, ja. Er ist auch so ein Spielkind wie ich. Warum kriege ich jetzt für so einen Scheiß schon eine gelbe Karte? Hallo, das war doch nix. Ich meine, für das bisschen drücken oder so, der lässt sich fallen. Was ist denn das? Ja, spanische Mannschaften, ist klar. Gut, okay. Fängt ja nicht so gut an für Mainz, aber ich bin relativ zuversichtlich, dass es noch besser wird. Oh, und da hat der Müller den Ball, der Müller. Heißt der Torwart von Mainz wirklich Müller? Wer ist Müller? Ich habe keine Ahnung. Gut, egal. So, erzählen wir vielen lieber noch ein paar Dinge über Tryzer. Weil, warum mache ich jetzt da gerade für Tryzer so ein Video? Keine Ahnung. Ich habe gewissermaßen, ich sehe mich in der Verpflichtung, diesbezüglich irgendetwas zu machen oder ihm irgendetwas zu schenken. Weil, Tryzer ist, das kann man wirklich so sagen, mein allerliebster Internetfreund. Das klingt jetzt fast abwertend. Nein, er ist wirklich ein sehr patenter Mann, ein sehr patenter Freund. Jemand, dem man gerne viel erzählen kann. Auch wenn ich jetzt tatsächlich nicht so der Typ bin, der gerne viel und ausgiebig von sich erzählt, aber nichtsdestotrotz, wenn ich etwas zu erzählen hätte, dann würde ich es definitiv dem Tryzer erzählen, weil der Tryzer, das ist ein toller Junge. Ja, das ist, das klingt jetzt irgendwie ganz klein bisschen komisch, wenn ich das so sage. Lalala. So, wie fing das damals eigentlich an? Wie habe ich Tryzer eigentlich kennengelernt? Stellt sich ja vielleicht auch so, der ein oder andere da draußen die Frage. Tryzer
und ich, wir waren damals, ich glaube, das war jetzt dumm, was ich gemacht habe. Ich hätte nicht abspielen sollen, ich hätte einfach drauf zielen sollen, verdammt. Tryzer und ich waren damals im selben Nintendo-Forum angemeldet, ja. Und Tryzer hatte doch damals glatt die Frechheit besessen, mich anzuschreiben, mich den, den 17- oder 18-jährigen weisen Kerl oder so, der Neumann kluge Sachen im Forum geschrieben hat. Und Tryzer war halt mehr so der 12- oder 13-jährige Vollnoob, der irgendwie es ganz toll fand, mich anzuschreiben und so. Und ja, das prägte so gewissermaßen die ersten Monate unserer Beziehung. Also ich habe ihn zu Beginn nicht wirklich für voll genommen, beziehungsweise hat mir gedacht, okay, was will jetzt dieses 13-jährige Kiddy von mir, hallo, was schreibt er mich überhaupt an, was will der jetzt überhaupt von mir? Und dementsprechend, das war ganz lange ein bisschen schwierig, könnte man sagen. Aber so nach und nach, ich meine, wir werden alle irgendwann älter und wir gewinnen alle irgendwann so ein bisschen an Erfahrung dazu und ich werde mit der Zeit auch vielleicht so ganz klein bisschen lockerer oder so. Und dementsprechend hat man sich länger geschrieben und länger und länger und länger. Und mein Gott, ich schreibe mit Tryzer jetzt immer noch. Wie lange kennen wir uns jetzt gewissermaßen? Ich bin 25. Wie lange? Oh Gott, wir kennen uns vielleicht schon 8 Jahre oder so. Es ist bekloppt. Ja, die gute alte Zeit. Oh, wir werden alles so alt. Und gerade Tryzer wird alt, ja, wie gesagt, 21. Eigentlich kann er direkt schon Rente beantragen, weil Zeit wird es definitiv. Dabei hat er auch gerade erst angefangen zu arbeiten, gewissermaßen. Also, was ist das für ein seltsamer Bursche, aber egal. Nein, wie sich das eben so entwickelt. Ich fand es wirklich erstaunlich, dass ich, oder ich finde es immer noch erstaunlich, tatsächlich, sagt man ja immer so, dass übers Internet, nein, das können ja gar keine wahren Freundschaften entstehen oder irgendwie sowas, oder was ist denn das schon, so eine Internetbekanntschaft, das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Nein, in dem Fall wirklich überhaupt nicht, und das sage ich jetzt mit vollem Ernst. Ich find's unglaublich toll und ich find's auch unglaublich bereichernd für mein eigenes Leben, dass ich Tryzer kennengelernt habe, dass ich viel und gerne mit Tryzer eben schreiben kann und dass ich jetzt vielleicht irgendwie so ein ganz klein bisschen aufs Tor mal schießen kann. Das wäre irgendwie nett. So, schnell ausgeführt hier irgendwie und dann irgendwie hier so zack und rein und nicht so ganz. Gibt es jetzt einen Ex-Ball für mich oder? Nein, es war mein eigener Kopfball. Verdammt. Also es war eine tolle Idee, auf Profi zu stellen, merke ich gerade. Ich glaube, ich muss in der zweiten Halbzeit nochmal was verändern, sonst könnte das mit dem Sieg schwierig werden. Ich wollte doch Tryzer einen Sieg schenken, verdammt. So, Schürrle, das war eine gute Idee, aber wenig platziert. Das ist verdammt schlecht. Ich muss mit Schürrle auch verdammt aufpassen. Nicht, dass der Schiedsrichter mich gleich wieder auf dem Kicker hat oder so. Moment. Nein. Wenn ich jetzt nochmal... Ich meine, Barcelona, die haben absolut... Wie hoch ist mein Ballbesitzanteil? Also, ich finde, ich mache das momentan eigentlich relativ gut. Moment. Wir schauen ganz kurz mal auf die Statistikwerte. So, was haben wir denn da? Ich habe... Passgenauigkeit 83%. Ich dachte eben, das wäre der Ballbesitz. Nein, Ballbesitz 51%. Ach so. Okay. Das ist schlecht. Irgendwie fühle ich mich gerade schlecht. Gut, egal. Zweite Halbzeit. Einstellungen, Spieleinstellungen. Was? Kann ich jetzt nicht mehr? Zähle? Ich kann den Schwierigkeitsgrad nicht während des Spiels anpassen. Das ist scheiße. Okay, Tryzer, du musst jetzt darauf vertrauen, dass ich jetzt unter Umständen doch irgendwie ein Tor mache. Ich weiß ja nicht. Man kann es mal probieren. Ja. Sieh dieses Spiel hier gewissermaßen einfach nur als Spiegelbild für das Leben an sich. Manchmal kommt es eben anders, als man denkt. Das finde ich, ich habe jetzt einen sehr guten Bogen geschlagen. So, Wenn ihr... Wenn ihr aber auch nur fast, ist ja eigentlich auch fast egal. Ja gut, für all diejenigen, die sich jetzt dieses Video die ganze Zeit angucken und sich immer noch fragen, wer ist denn jetzt überhaupt dieser Tryzer? Der gute Tryzer hat natürlich seit geraumer Zeit mittlerweile auch einen YouTube-Kanal und macht Let's Plays in Kooperation mit einem guten Kumpel von ihm, dem Teddy.
Und die machen ganz munterflockige Together Let's Plays, kann man ja vielleicht auch nochmal erwähnen. Und da kann man sich ganz viele Sachen mittlerweile auf deren Kanal angucken. Und sie haben leider erst so um die 550 Abonnenten oder so. Und das kann ja überhaupt nicht sein. Und eigentlich hätten sie mindestens 1000 und wenn nicht gar das Zehnfache oder so verdient. Aber na gut, okay, hier hat ja keiner behauptet, dass YouTube eine gerechte Sache wäre. Ja, nichtsdestotrotz, das könnte jetzt gut werden. Das könnte jetzt extrem gut werden. Okay, der Hering hält mal kurz die Klappe. Der Hering hält kurz die Klappe. Schürle, Schürle, Schürle. Yes! Er hätte es vielleicht auch alleine machen können. Aber die Position von Alagui erschien mir besser, sagen wir es mal so. Es war wunderschön herausgespielt. Zucker. Zucker. So spielt Mainz 05. So spielt Mainz 05. Internationale Klasse, ist klar. Genau. So, Tryzer, ein größeres Geschenk kann ich dir nicht machen. Also ganz ehrlich. Eigentlich müsste ich das Video jetzt an der Stelle beenden, aber okay, wir gucken uns nochmal den Rest des Spiels an, weil ich meine, ein Spiel hat 90 Minuten und der Ball ist rund und das Runde muss ins Eckige und ja, irgendwas in der Art. Ich kenne, wenn ich länger nachdenke, bekomme ich bestimmt noch mehr lustige Fußballsprüche oder so, aber ist eigentlich auch fast egal. Ja, ich hoffe, Tryzer gefällt dieses Video. Oder gefällt diese nette Geste oder so. Mir war nicht so wirklich klar, was ich dir sonst anderes hätte schenken sollen, ganz ehrlich. Und man muss ja auch mal dazu sagen, ich glaube, im letzten Jahr hatte ich seinen Geburtstag sogar total vergessen, weil ich irgendwie eine Woche lang oder so nicht mehr in Skype online war, was mir auch im Nachhinein ziemlich leid getan hat. Irgendwie, oh Gott, bitte macht es doch nicht so unnötig spannend. Was mir ziemlich leid getan hatte, ja, weil eigentlich, das macht man echt nicht. Und ich bin leider jemand, der ziemlich, ja, ich weiß es leider viel zu wenig oder viel zu selten wirklich zu schätzen, was für tolle Leute ich eigentlich in meinem Leben kenne. Und wie gesagt, der gute Tryzer gehört definitiv mit dazu und gehört auch so ziemlich zu den oberen fünf in meinem Leben, könnte man fast schon sagen. Und ja, wie gesagt, alles Gute, Tryzer. Ich hoffe, es gefällt dir, was ich dir gerade mache. So, das ist nämlich auch ganz spontan und so, muss man auch mal dazu sagen, weil die Idee zu diesem Video ist mir genau einen Tag vor seinem Geburtstag gekommen. Hurra, hier ist also nichts geplant, nichts geprobt oder irgendwas in der Art, weil sonst wäre es natürlich noch irgendwie was Besonderes geworden. Aber okay, jetzt müssen wir einfach mal damit leben, was der Hering hier so macht. So, Das verstehe ich jetzt nicht. Das war der Computer, der den Ball da ins Ausgespielt hat. Aber warum hat er das? Ich hatte die volle Kontrolle. Wenn die jetzt hier so ein dämliches Eckstoßtor machen, dann kriege ich zu viel. Nein, machen sie nicht. Doch, machen sie. Nein, machen sie nicht. Alle bitte irgendwie dagegen halten. Dankeschön. Okay. Neue Runde, neues Glück. Holtby geht in Stellung. Und noch mehr Leute gehen in Stellung. Und einfach weg. Einfach weg. Einfach weg. Einfach weg. Hau die weg, die Pille. Dankeschön. So, genau. Und zu Schürle. Und der verlängert. Wenn er jetzt weitergelaufen wäre, dann hätte er sich den Ball so wunderbar schön selber verlängert. Boah, das hätte so geil werden können. Ach ja, man kann ja nicht alles haben. Übrigens merke ich in dem Moment gerade, dass mir FIFA 11 echt extrem viel Spaß macht. Scheiße. Ich habe doch momentan keine Zeit für FIFA 11. Ich muss doch andere Sachen spielen. Übrigens habe ich vor ein paar Tagen festgestellt, dass FIFA 12 mittlerweile auch nur noch 30 Euro kostet. Ganz eventuell sollte ich also vielleicht doch mal umsatteln. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich ja, oder bin ich ja der felsenfesten Überzeugung, das könnte übrigens nochmal gut werden. Ich hätte nochmal abspielen müssen, weil unten wer auch immer da stand, aber der stand besser. Haben wir das Spiel gewonnen? Nee, abseits. Was, warum auch immer. Egal. FIFA 12. Genau, eigentlich hatte ich ja mal gesagt, ich kaufe mir nur alle 2 oder 3 Jahre einen neuen FIFA-Teil. Und eigentlich war ich auch in meiner felsenfesten Überzeugung, ich würde es auch fast machen, aber aus welchen Gründen auch immer wäre ich jetzt in den letzten Tagen fast schwach geworden. Eben damit ich auch mal mit Tryzer FIFA 12 spielen kann oder so. Dann müsste ich mir nämlich mal für die PlayStation 3 kaufen, weil der arme Junge, der kann sich ja irgendwie nur 2 Konsolen leisten. PlayStation 3 und Nintendo Wii. Und was ist... Scheiße! Das war jetzt nicht geplant! Was soll das? Du könntest mir nie an... Nein! Ich bringe jetzt meine Planung durcheinander. Scheiße! Nein, warum gleichen die aus? Verdammt, hätte ich bloß das eine noch reingemacht. Ich habe jetzt gedacht, ich bringe das voll locker über die Zeit. Was ist denn das für eine Scheiße?
Ah, und jetzt stehen die hier alle so doof, da komme ich doch nie im Leben, also wie soll ich denn? Und hast du mich gesehen? Und Barcelona ist der letzte Dreck, 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 Dreck. Vielleicht hätte ich mir doch eine andere Mannschaft aussuchen sollen. Jetzt habe ich mal eine interessante Frage. Ich habe ein Freundschaftsspiel eingestellt, Spielende. Heißt das jetzt, das Spiel ist wirklich zu Ende oder heißt das jetzt... Ach so, ich kann es mir jetzt aussuchen. Klassisch, Golden... Was heißt denn klassisch? Golden Goal heißt, wer das erste nächste Tor schießt. Okay. Elfmeterschießen heißt, da kacke ich gegen den Computer auf Profi sowieso ab. Was heißt denn klassisch? Ach, klassisch heißt wahrscheinlich zwei Halbzeiten jetzt, ne? Jeweils 15 Minuten. Und danach Elfmeterschießen. Oder mache ich Golden Goal? Ich will Golden Goal. Ich riskier's. Ich riskier's jetzt einfach. Es wird schon klappen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Wie ist das jetzt eigentlich beim Golden Goal? Mal jetzt so eine ganz dumme Frage. Das ist doch dann im Endeffekt doch auch nur zwei Halbzeiten, oder? Und dann wird halt geguckt und geguckt und geguckt und geguckt. Warum nimmst du den scheiß Ball nicht an? Das wäre so geil gewesen. Zwei Halbzeiten und ja, wer halt das erste Tor schießt, der hat gewonnen. Okay, gehe ich mit. Aber was passiert nach diesen zwei Halbzeiten? Dann wird ganz normal doch ins Elfmeterschießen gegangen, oder? Ich fürchte es ja fast. Ich will nicht ins Elfmeterschießen gehen gegen Computer auf Profi. Ich kacke gegen Computer schon im Elfmeterschießen auf Noob einfach oder wie auch immer der leichteste Schwierigkeitsgrad heißt ab. Weil ich irgendwie, ich habe kein Talent für... Ich weiß gar nicht, wie ich mit dem, wie ich den Keeper überhaupt bewegen muss im Elfmeterschießen. Also da habe ich keinen Schimmer. So, dab. Und ich entscheide mich sowieso immer konsequent für die falsche Ecke. Ja, das war auch schon wieder scheiße. Moment, ich mache hier zu und du spielst dahin. Und das ist super, weil jetzt mache ich so und jetzt hat der Keeper natürlich den Ball. Jetzt bin ich noch gegen mein Headset gekommen. Das ist irgendwie scheiße. So, tralalalala. Tralala. Ich find's kacke, dass das Video hier zu lang geht. Es sollte nicht so lang sein. So, Schirle, mach die ganze Sache jetzt irgendwie, bring's zu einem Ende. Nein! Die hassen mich. Aber ich bekomme für viel weniger gleich zu Beginn eine gelbe Karte, oder was? Der Schiedsrichter hat eine Meise. So, das war jetzt die erste Halbzeit. Sehe ich das richtig? Ich fürchte ja. Wir hoffen noch aufs Beste. Bei Fußball kann man so wunderbar mitgehen. Habt ihr das auch schon mal mitbekommen? Also irgendwie, selbst bei so lächerlichen Fußballspielen. Ich meine, ich merke das ja selber, wenn ich Fußball gucke. Normalerweise bin ich jemand, der recht mit einer stoischen Gelassenheit diverse Dinge im Fernsehen sich angucken kann. Das ist schön, dass ihr euch so gegenseitig wunderbar behindert. Also das ist echt der Wahnsinn. So, mit einer stoischen Gelassenheit kann ich wirklich alles Mögliche im Fernsehen gucken. Aber, ich dachte, der Keeper hatte eigentlich keine Sicht mehr. Er hätte aber, naja, egal, es hätte fast hätte es vielleicht klappen können. Aber fast und vielleicht sind so zwei schlimme Worte, wenn ich das mal so genauer sagen darf. Nein, jetzt bitte nicht wieder irgend so ein Scheißtor aus der Entfernung. Genau, so. Jetzt bitte normaler, kontrollierter Spielaufbau, immer schön Pässe hin und her schieben und dann irgendwie so nach vorne rennen und dann feststellen, dass schon wieder vorne irgendwie nur eine einzige Person steht und der Pass war geil, der Pass war auch geil und wenn da jetzt noch die eine Person da mal runtergelaufen wäre, dann hätte das richtig geil werden können, aber man kann ja nicht alles haben. So einigermaßen versteht der Hering ein bisschen was von FIFA, oder? Ich weiß ja nicht, finde ich persönlich, also so ein bisschen. Wenn ich mal ein bisschen angeben darf. Also ich finde ja, ich spiele jetzt nicht so schrecklich schlecht. Also gut, okay, es gibt sicherlich viel bessere FIFA-Spieler. Das war jetzt die zweite Halbzeit. Ich habe Angst. Ende der Verlängerung. Ich habe sehr viel Angst. Genau, jetzt kommt nämlich der Scheiß. Ich will keinen Elfmeter schießen. Ich will keinen Elfmeter schießen gegen Barcelona. Nein, was ist denn das? Okay, Moment. Ich suche mir eine Ecke aus. Suche ich mir die Robben-Ecke aus oder suche ich mir die Schirle, ich halte einfach drauf Ecke aus. So, ich weiß gar nicht, wo Schirle normalerweise hin. Ja, er schießt normalerweise natürlich immer. Das muss man sich mal reinziehen, wirklich. Ich verstehe auch nicht, wie es bei FIFA gemeint ist. Ich drücke den Analogstick immer nur Millimeter irgendwie in eine... Millimeter in irgendeine Richtung. Aber der verzieht immer total. Ich habe keine Ahnung, warum. Weil ich dieses Grüne dort unten nicht genau genug treffe oder so. Das ist schon wieder...
Ich stupse den verdammten Analogstick nur ein bisschen an. Ein bisschen nach links, damit er ein bisschen nach links schießt. Und dann, oh mein Gott, ich habe einen Ball gehalten. Ich bin so toll. Ja, weil er genau auf den Mann kam. Ich bin ja so ein Held. So, Fuchs. Dab, dab, dab. Jetzt habe ich eigentlich ein bisschen nach unten rechts gestupst. Komisch, dass er in die Mitte ging. Verstehe ich ja nicht, verstehe ich ja nicht. So, oh. Ja, wenn die jetzt noch ein paar Mal in die Mitte schießen und ich jetzt noch ein paar Mal treffe, dann wäre das irgendwie super. Ne, wie steht's denn? Ach so, momentan ist sogar ausgeglichen, hä? Das verstehe ich nicht. Oh, oh, das Spiel will mich gewinnen lassen. Das wäre ja irgendwie dumm. Oh, oh, ich hab so Angst. Am besten immer nur in die Mitte schießen. Immer nur in die Mitte schießen. Immer nur in die Mitte. Okay, Moment. Piqué, ich krieg deinen Ball. Ich krieg deinen Ball. Ich krieg ihn. Ich krieg ihn! Oh, Scheiße. Scheiße, das ist nur für dich. Oh Gott, ich muss nur diesen Scheiß beimachen. Ich muss ihn fangen. Bitte. Bitte lass mich den Scheiß Ball reinmachen. Warum vibriert jetzt mein Scheiß Controller? Nein. Moment. Okay, wo schieße ich hin? Ich schieße. Genau so. Ja! Yes! Der erste FSV Mainz 05 hat ganz offiziell die Champions League gewonnen. Gratulation, ja. Ja, da gucken die armen kleinen Barcelona-Spieler ein bisschen betröppelt. Ja, da gucken sie ein bisschen betröppelt. Ja, sowas aber auch. Hat der erste FSV Mainz 05 die Champions League gewonnen? Ja, sowas, das ist ja unfassbar. Ja, ich krieg mich ja nicht mehr ein. Gut, okay, das war ein Geburtstagsvideo für Tryzer. Ich hoffe, man hat es so einigermaßen mitbekommen. Wie gesagt, Tryzer, wirklich alles Gute zu deinem Geburtstag. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag und ich hoffe, du hast ja noch vor allem ganz viel Glück in deinem weiteren Leben und ganz viel Erfolg in deinem weiteren Leben und so weiter und so fort, weil definitiv hast verdient hast du es definitiv. So wird ein Satz draus. Und ja, ich hoffe, der hat so einigermaßen gefallen. Ich hoffe, vielleicht hat es auch dem einen oder anderen Zuschauer draußen gefallen. Ich habe es zum Schluss ja ziemlich spannend gemacht. Dass ich gewonnen habe, ist echt der Knaller, aber gut, egal. So, ja, das soll also mein Geburtstagsvideo gewesen sein. Ich sag dem Tryzer an der Stelle nochmal alles Gute. An alle Zuschauer da draußen im Video, schreibt bitte auch dem Tryzer liebe Geburtstagsglückwünsche und so weiter unter dieses Video. Ich denke, er würde sich darüber definitiv freuen. Und ich sag an der Stelle dann jetzt einfach mal Tschüss mit Ö. Und hoffentlich bis ganz bald.